Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte mich zu vier Themen äußern. Erstens zur Frage Situation Griechenland, Griechenlandhilfen, Griechenlandstrategie. Zweitens zur Frage Libyen. Drittens zur neuen Diskussion um die Ostrenten und den Äußerungen der Bundeskanzlerin. Und viertens zur Diskussion über die Verwendung von Steuermehreinnahmen. In der vergangenen Sitzung des Bundestages ist eine eindeutige Resolution verabschiedet worden, nämlich dass der Bundestag ganz klar erwartet, dass die privaten Gläubiger bei der Lösung der Probleme verpflichtend herangezogen werden sollen. Jetzt haben wir die Situation, dass für Frau Merkel die Beteiligung der privaten Gläubiger nur noch eine Frage von Freiwilligkeit ist. Und es wird ganz deutlich, worum es ihr wirklich geht. Es geht ihr um die Rettung der Deutschen und gemeinsam mit Sarkozy um die Rettung der französischen Banken. Das steht, darauf will ich noch einmal hinweisen, ganz klar im Widerspruch zu dem Beschluss des Bundestages der letzten Sitzungswoche. Das Entscheidende für uns ist aber, dass es in der gesamten Griechenland-Strategie nicht erkennbar ist, wie denn die Probleme gelöst werden sollen. Wenn man jetzt Griechenland erpresserisch erklärt, ihr müsst erst neue Sparbeschlüsse passen und dann bekommt ihr vielleicht die nächste Tranche, muss man sich natürlich die Frage stellen, wie soll denn Griechenland wieder wirtschaftlich auf die Beine kommen? Wenn wir uns die Situation betrachten, die seit den ersten Beschlüssen sich entwickelt hat, können wir sehen, dass die Arbeitslosigkeit gestiegen ist, dass die Wirtschaftskraft gesunken ist und weitere Knebelbeschlüsse würden zu einem weiteren Sinken der Wirtschaftskraft des Landes führen. Darum muss die Finanzbranche verpflichtet werden, sich an der Lösung der Probleme zu beteiligen. Und ich möchte noch einmal unsere Forderung nach einer Finanztransaktionssteuer untermauern. Über die Finanztransaktionssteuer wird ja schon seit geraumer Zeit gesprochen und auch Frau Merkel und Herr Schäuble betonen immer wieder gerne, dass sie ja einführen wollten. Aber wenn die anderen nicht mitmachen, dann ginge das eben nicht. Das halte ich für eine Fehleinschätzung, man kann auch sagen für eine Verdummung des deutschen Publikums, denn wenn Deutschland als wichtige Wirtschaftsmacht beginnen würde mit der Einführung der Finanztransaktionssteuer, dann hätte das natürlich auch Druckwirkung auf die anderen Staaten. Es ist ganz interessant, sich mit einer Studie zu beschäftigen, die ein österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung mit der schönen Abkürzung WIFO herausgegeben hat. Sie haben nämlich gesagt, ja, Deutschland könnte beginnen, denn man könnte ein System entwickeln, dass alle Bundesbürger diese Steuer zahlen müssen, egal wo sie weltweit an der Börse sich betätigen. Und es sind Einnahmen von diesem Institut ausgerechnet worden von 21 Milliarden Euro pro Jahr. Und wenn wir dann über Steuern sprechen, ich finde, wir sollten auch den Zusammenhang herstellen, Finanztransaktionssteuer einführen und Steuersenkung für die normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das wäre, glaube ich, ein guter Zweiklang. Zweitens, Situation in Libyen. Die NATO hat eingeräumt, dass sie versehentlich ein Wohnhaus in der libyschen Hauptstadt bombardiert haben. Wir wissen alle, dass Tote zu beklagen sind, auch Kleinkinder sind dabei. Es ist wie in jedem Krieg, die NATO führt Krieg gegen die Bevölkerung und bedauert dann, dass Menschen sterben. Ich halte das für eine verlogene Politik und ich fordere die Kanzlerin Merkel auf, ihre ganze Autorität in die Waagschale zu werfen, um Sarkozy und den anderen Hasardeuren endlich die Aufforderung zu übermitteln, diesen Krieg zu beenden. Wir brauchen ein Ende der Bombenangriffe. Wir haben heute gehört, dass seit Beginn dieses Libyen-Einsatzes schon 11.500 Angriffe geflogen wurden, also eine unwahrscheinlich hohe Zahl. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man uns auch nicht alle Opfer bekannt gemacht wird. Dritter Punkt zur Diskussion über die Ostrenten. Frau Merkel hat nun heute erklärt, man solle doch nicht voreilig über eine Angleichung der Ostrenten an die Westrenten sprechen. Das finde ich ehrlich gesagt eine ziemliche Veralberung der Leute. Wir haben jetzt über 20 Jahre deutsche Einheit. Da kann von Voreiligkeit, glaube ich, nicht gesprochen werden. Sie hat behauptet in ihren Äußerungen in einer
illustrierten, dass die Angleichung der Ostrenten an die Westrenten dazu führen würde, dass die Ostrentner schlechter gestellt würden. Das ist natürlich völliger Unsinn. Man kann diese Angleichung so gestalten, dass es keine Schlechterstellung gibt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat errechnet, dass der heutige 40-jährige Ostdeutsche bei den Einkommensverhältnissen, die wir in Ostdeutschland haben, eine Rente unter dem Niveau der Grundsicherung bekommen wird. Das ist natürlich nicht hinnehmbar. Wir brauchen vernünftige Löhne, die die Basis für gute Renten sind. Vierter Punkt, Steuermehreinnahmen. Ein beliebtes Diskussionsthema. Wir haben wieder einmal Pressemeldungen über Steuermehreinnahmen. Steuermehreinnahmen führt, glaube ich, dieses Wort häufig zu falschen Schlussfolgerungen, weil dabei vergessen wird, dass wir immer noch eine riesige Netto-Neuverschuldung haben. Und ich will vielleicht einen kleinen Rückblick, weil wir auch über die Krise sprechen, in die Geschichte machen. Als die Finanzkrise 2008 losging, Sie erinnern sich sicher alle noch an die Stichwörter Lehman Brothers, stellte sich der damalige Finanzminister von der SPD, Per Steinbrück, der ja jetzt wieder so als Sonderbegabung gehandelt wird, hin und sagte, Krise ist in Amerika, wir werden null Netto-Neuverschuldung haben. Es kam alles ganz anders. Wir haben die höchste Neuverschuldung seit vielen Jahren in der Bundesrepublik, aber nun zu den Steuermehreinnahmen. Es sollen also insgesamt wohl 18 Milliarden sein, wenn alles stimmt. Wir schlagen hier eine Dreiteilung der Verwendung vor. Erster Teil, Rücknahme der Sozialkürzung. Ich denke dabei besonders an die Streichung des Elterngeldes für Menschen, die Arbeitslosengeld II bekommen. Zweitens, Investitionen, insbesondere in Bildung. Und drittens, der dritte Teil der Steuermehreinnahmen sollte in den Schuldenabbau fließen.